In der Aufgabe 6 geht es um eine Kurvendiskussion und die Funktion heißt ln von x plus 1 dividiert durch Wurzel x. Und wir sollen eben im Endeffekt gucken, wie diese Funktion aussieht. Erstens soll ich gucken, wo ist die Funktion sinnvoll definiert. Also wegen des Logarithmuses muss auf jeden Fall gelten x plus 1 ist echt größer 0. Daraus folgt also, x ist echt größer als minus 1. Wegen der Wurzel muss gelten, x ist größer gleich 0. Und wegen des Bruches muss gelten, x ungleich 0. Und wenn ich alle drei Sachen zusammenfasse, dann kommt dabei raus, x muss größer sein als minus 1. X plus, x muss größer gleich 0 sein, aber nicht gleich 0, also kommt raus x größer 0, also man könnte auch schreiben x Element r plus plus, wenn man wollte. Okay, so kann man es argumentieren. Dann, wie sieht diese Funktion am linken Rand aus? Links und rechts muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht vertut. Linker Rand ist also der x gleich 0 Rand. Okay, linker Rand, das schreibe ich mal dahin, x gegen 0. Wenn ich jetzt das einsetze, x gleich 0, das geht ja nicht, denn dann steht ja da, gucke ich mir mal an, Limes x gegen 0 ln von x plus 1 dividiert durch Wurzel x, das ist gleich 0 dividiert durch 0. Geht also nicht. Und was kann man machen, wenn man 0 durch 0 stehen hat? Man könnte L'Hôpital anwenden. Das machen wir dann mal. Das ist dann gleich der Grenzwert x gegen 0. Und jetzt muss ich den Zähler und den Nenner separat ableiten. Eine Sache ist natürlich wichtig. Solche Sachen wie zum Beispiel L'Hôpital, also so hilfreiche Sätze, das steht in der Klausur natürlich nicht unbedingt mit dabei, dass da steht, wenden Sie bitte L'Hôpital an, um das auszurechnen, denn das ist natürlich letzten Endes wichtig, dass man an sowas selber denkt. Ne? L'Hôpital hilft einem nicht, wenn man nicht selber drauf kommt. Also, dass man es das brauchen kann. Ln von 1 plus x abgeleitet ist 1 dividiert durch 1 plus x und Wurzel x abgeleitet ist 1 dividiert durch 2 Wurzel x. Okay. Doppelbrüche ist auch eine Sache, wo man natürlich jetzt aufpassen muss, dass man sich nicht vertut. Das ist gleich 2 Wurzel x dividiert durch 1 plus x. Und das ist gleich 2 mal 0 durch 1. Also gleich 0. Jetzt habe ich keine Probleme mehr mit dem Grenzwert. Ich habe gezeigt, dass es gleich 0 ist. Gut. Wie sieht die Funktion am rechten Rand aus? Puh. Das ist natürlich nicht politisch gemeint, weder die erste noch die zweite Frage. Okay, dann gucke ich mal. In der Klausur habe ich das auf Zetteln stehen. Hier ist es natürlich jetzt auf dem Laptop. Da muss man immer so ein bisschen hin und her scrollen, möglicherweise. Limes x gegen unendlich, das ist ja der rechte Rand, ln von x plus 1 dividiert durch Wurzel x, das ist gleich sehr schlechtes Unendlichzeichen, also gleich unendlich dividiert durch unendlich in Anführungsstrichelchen, also wiederum ein Fall für L'Hôpital. Und das Schöne ist jetzt, ich habe die Ableitung ja schon ausgerechnet. Das ist also gleich Limes x gegen unendlich. Kann ich hier oben gucken. Das ist die gleiche Ableitung, die ich hier ausgerechnet habe, also die gleiche wie hier. Also gleich 2 Wurzel x durch 1 plus x. Also 2 Wurzel x dividiert durch 1 plus x. Also gleich unendlich durch unendlich. Zack. Tja, man könnte jetzt natürlich sagen, naja, diese Wurzel wächst nicht so schnell wie 1 plus x, aber wir machen es mal ganz sauber und wenden L'Hôpital nochmal an. Sollte ja eigentlich klappen. Man könnte auch mit anderen Tricks arbeiten, irgendwie
mit Wurzel x erweitern oder irgendwie sowas. Ne? Aber wir machen einfach mal L'Hôpital. Also ist es gleich Limes x gegen unendlich. Und jetzt 2 Wurzel x abgeleitet. Das ist 2 mal 1 durch 2 Wurzel x durch 1. Und das ist gleich Limes x gegen unendlich 1 durch Wurzel x. Und das ist gleich 0. Also sollte hier der Grenzwert für x gegen unendlich auch wieder gleich 0 sein. Jetzt soll ich was zum Thema Konkavität oder Konvexität sagen. Tja, da könnte man jetzt die Funktion zweimal ableiten und dann versuchen, was über das Vorzeichen zu sagen. Das geht, aber noch einfacher, und das ist ja letzten Endes die Südzeter-Methode, dass man sagt, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, irgendwelche zweiten Ableitungen auszurechnen, dann sollte man das auch machen. Ich gucke mir mal an, was eigentlich passieren kann. Ich habe hier eine Funktion. Ne? Und die Funktion ist überall, also das ist ja auf jeden Fall schon mal klar, ln x plus 1, also f von x, ist echt größer 0 für x größer 0. Ne? Denn ich habe hier ja stehen ln x plus 1, das ist positiv und Wurzel x ist auch positiv, also positiv durch positiv ist auch positiv. Das heißt, die Funktion kann nicht negativ werden, die ist nur im ersten Quadranten definiert. Und hier ist sie gleich 0. Und startet dann irgendwie ins Positive, also entweder so oder so oder so, das wissen wir nicht genau. Ne? Könnte wie eine Parabel starten oder könnte wie eine Wurzel starten oder auch einfach nur mit einer geraden Steigung so, also einfach eine positive Steigung. Das kann alles Mögliche sein. Steigung kann aber nicht negativ sein, denn sonst würde sie ja direkt negativ werden. Und sie muss hier hinten ja auch wieder gegen 0 konvergieren, wenn x gegen unendlich geht. Das heißt, die Funktion kann eigentlich nur folgendermaßen aussehen. Die 3 mache ich mal weg. Es könnte sein, dass sie zum Beispiel so aussieht. Oder sie könnte so aussehen. Oder sie könnte so aussehen. Oder sie könnte, also irgendwie sowas in der Art. Aber eine Sache ist klar. Dadurch, dass die Funktion, hier so hat man noch, das hatte ich gerade, konnte man gerade, glaube ich, gar nicht so richtig sehen. Da konvergiert sie ja gegen 0, ne, für x gegen unendlich. Also eine Sache ist klar. Dadurch, dass die Funktion positiv ist und an den Rändern aber gleich 0, muss sie irgendwo im Inneren ja ein Maximum annehmen. Und dieses Maximum an der Stelle muss die Funktion ja auf jeden Fall konkav sein. Aber wenn die Funktion am Ende gegen die 0 sich anschmiegt, dann muss sie an der Stelle konvex sein. Also muss es mindestens eine konkave Stelle geben und mindestens eine konvexe Stelle. Und das kann man eben dementsprechend argumentieren, dass man sagt, Funktionen hat Maximum im Inneren, also dort konkav und Limes x gegen unendlich f von x gleich 0 von oben. Daher dort konvex. Und das bedeutet konkav, konvex, also teils, teils. Das ist eine Möglichkeit, wie man argumentieren kann. Ich finde persönlich in diesen Analysisaufgaben, wenn man versucht, sich vorzustellen, was ist eigentlich überhaupt alles möglich, dann kommt man damit verdammt weit. Man kann natürlich auch versuchen, die zweite Ableitung auszurechnen. Das könnte ich mal kurz machen. Ich habe Ihnen hier die zweite Ableitung mal hingeschrieben. Zweite Ableitung ist minus 1 durch Wurzel x mal 1 plus x zum Quadrat, minus 1 durch x hoch 3 halbe, 1 plus x, plus 3 ln 1 plus x durch 4 x hoch 5 halbe.
Tja, also ich glaube, Sie sehen schon, ich habe es nur aus Jux hingeschrieben. Also da kommt man nicht weiter. Und genau das ist der Punkt, dass man eben, das ist das, was Südsäter meint oder was ich auch meine. Oft ist es so, dass zweite Ableitungen, selbst wenn die Funktionen noch nicht so kompliziert sind, sind die zweiten Ableitungen von vielen Funktionen schon so kompliziert, da kommen jetzt positive und negative Terme vor. Wie soll ich denn da noch bitte was aussagen darüber, ob das Ding jetzt positiv oder negativ ist? Also vielleicht ist es möglich, man könnte zum Beispiel jetzt ganz geschickt mit Wurzel x schon mal erweitern, dann hätte man das hochmultipliziert, dann hat man immer noch diesen blöden Logarithmus da drin. Also es könnte sein, aber wenn ich das jetzt auf diese Art und Weise beweisen sollte, dann bräuchte ich schon wahrscheinlich eine Stunde Zeit oder so. Also das, und vielleicht geht es auch, vielleicht wird es mir gar nicht gelingen, das könnte auch sein. Also von daher wichtig, man muss beides machen. Manchmal sind Funktionen ganz leicht, dann geht das mit der zweiten Ableitung leicht. Oft sind solche Funktionen aber auch nicht so leicht und dann kann man eben auch überlegen, wie kann denn diese Funktion überhaupt nur aussehen? Denn oft gibt es ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn man schon ein bisschen drüber nachgedacht hat. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, hat die Funktion stationäre Punkte? Das ist natürlich auch, dass diese Frage in der Reihenfolge kommt, also erst nach der Krümmung gefragt ist und dann nach den stationären Punkten. Das deutet natürlich auch darauf hin schon, dass man vielleicht gar nicht die zweite Ableitung nehmen sollte, denn sonst würde man ja immer zuerst die erste und dann die zweite Ableitung ausrechnen. Okay, stationäre Punkte. Dafür muss ich die Funktion jetzt aber erstmal ableiten und das mache ich jetzt tatsächlich per Hand. Ich schreibe nochmal hin, f von x ist gleich ln von 1 plus x oder x plus 1 ist ja egal, dividiert durch Wurzel x und daraus folgt, f' von x ist gleich, und jetzt wird es wieder ein bisschen ekelhaft, unten steht ja Wurzel x zum Quadrat, das ist x, ne? Und oben steht, ln x abgeleitet ist 1 dividiert durch 1 plus x mal Wurzel x plus die Wurzel x abgeleitet, das ist 1 durch 2 Wurzel x mal ln von 1 plus x. Okay, und ich möchte gerne wissen, kann das Ding gleich 0 werden? Ja, es muss auf jeden Fall irgendwo gleich 0 werden, klar, denn ich weiß ja schon, dass es im Inneren irgendwo ein Maximum geben muss. Das habe ich mir ja schon überlegt. Also muss das Ding hier irgendwo gleich 0 werden. Jetzt kann ich mal versuchen, das auszurechnen. Ich multipliziere, das x kann ich ja direkt wegstreichen, also das x im Nenner, ne? Denn an der Stelle x gleich 0 ist die Funktion ja gar nicht definiert, also kann ich direkt das x hoch multiplizieren. Und dann schreibe ich mal hin. Und dann multipliziere ich auch nochmal mal 1 plus x und dann nochmal mal 2 Wurzel x. Das mache ich alles. Dann steht da, 0 ist gleich, das 1 plus Wurzel x, das 1 plus x, das habe ich dann, das hier unten ist dann weggefallen. 1 plus x fällt weg, weil ich damit multipliziert habe. Und dann das 2 Wurzel x, dann steht da 2x plus 1 durch 2 Wurzel x, das fällt weg. Also steht hier 1 plus x mal ln von 1 plus x. Okay. Jetzt ist mir gerade noch ein Fehler aufgefallen. Haben wahrscheinlich viele von Ihnen schon gemerkt. Das muss natürlich hier ein Minuszeichen sein. Statt ein Plus steht da ein Minuszeichen. Okay, mir ist es gerade aufgefallen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt hier ein x einsetze, was positiv ist, dann ist ja der Logarithmus positiv, 1 plus x positiv, 2x auch positiv, alles positiv, dann kann da nicht 0 bei rauskommen. Aber so geht es, so kann 0 dabei rauskommen. Und tja, kann ich das Ganze jetzt nach x auflösen? Nö, kann ich nicht. Ich könnte versuchen, jetzt nochmal durch, doch wieder durch 1 plus x zu dividieren.
Dann habe ich da einen Bruch. Ich mache es mal kurz vor. Also, das führt aber alles zu nichts letzten Endes. Dann steht da 2x dividiert durch 1 plus x ist gleich ln x. Ja. Und jetzt könnte ich da die e-Funktion nehmen. Dann verschwindet auf der einen Seite der Logarithmus, aber auf der anderen Seite kommt eine e-Funktion mit dazu. Es bringt alles nichts. Ne? Das heißt also, es gibt ein Maximum, aber ich kann dieses Maximum nicht ausrechnen. Gut, das ist natürlich schön, denn dann habe ich hier, könnte ich theoretisch jetzt das Newton-Verfahren anwenden, um irgendwas zu approximieren. Aber das soll ich hier zum Glück ja gar nicht machen. Ich soll ja einfach nur einen Bereich angeben und dafür nenne ich diese Funktion einfach mal hier, das ist eine Hilfsfunktion, die nenne ich mal g von x. Ne? Und jetzt rechne ich die mal aus an ein paar Stellen. G von 0 ist gleich 2 mal 0 minus irgendwas mal 0 ist also gleich 0. Das heißt, okay, das ist schon mal an der Stelle 0, das ist gleich 0. Okay, g von 1 ist gleich, probiere ich mal aus, ist gleich 2 minus 2 ln 2 und das ist ungefähr gleich, ln 2 ist ja ungefähr gleich 0,7. Also ungefähr gleich 2 minus 1,4, also ungefähr gleich 0,6. Also positiv. Was könnte ich jetzt nochmal einsetzen? Ich setze nochmal ein 1,7. G von 1,7 ist gleich 3,4. Plus 2,7 mal ln 2,7. Und das ln von 2,7 ist ja ungefähr, 2,7 ist ja ungefähr gleich e, also ungefähr gleich 1. Jetzt habe ich schon wieder den Fehler mit Plus und Minus gemacht. Ich muss ja hier subtrahieren. Also, das heißt, das ganze Ding ist ungefähr gleich 3,4 minus 2,7, also ungefähr gleich 0,7. Naja, okay, das hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Mal setze ich mal eine etwas größere Zahl ein. Ich muss ja jetzt irgendwann auch mal auf was Negatives kommen. Okay, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, es muss ja eine etwas größere Zahl sein. Denn ich sehe ja, hier steht ja 2x minus 1 plus x, das wird nie negativ werden. Es wird erst dann negativ werden, alleine wenn der Logarithmusfaktor groß genug ist. Also zum Beispiel, wenn der gelbe Faktor hier, Logarithmus 1 plus x, wenn ich das größer hätte als 2, nur mal als Beispiel, ne, dann würde da stehen 2x minus 2 mal 1 plus x, das ist auf jeden Fall kleiner als minus 2. Ja. Okay, also könnte ich sagen, ich setze mal ein, g von e Quadrat. Ja. Das ist gleich 2e Quadrat minus 1 plus e Quadrat von mal ln von 1 plus e Quadrat. Ja. Und das hier ist auf jeden Fall größer als 2. Es ist ungefähr gleich 2, denn der Logarithmus wird ja dann irgendwann relativ flach. Vielleicht ist ja irgendwie sowas, vielleicht kommt da was raus wie 2,1 oder so. Das heißt also, das Ganze hier ist kleiner, weil ich habe ja hier ein Minuszeichen stehen, als 2 e Quadrat minus 2 mal 1 plus e Quadrat. Und das ist gleich minus 2, also negativ. Und damit habe ich jetzt gezeigt, hier habe ich eine positive Zahl, ist eigentlich egal welche, nehme ich mal hier die 1. Und hier habe ich eine negative Zahl und das bedeutet, ich weiß,
Es gibt eine Nullstelle irgendwo zwischen 1 und e Quadrat. Okay. Gut, man hätte natürlich auch andere Zahlen nehmen können. Oder es wäre eine andere Möglichkeit, wäre auch gewesen, um zu zeigen, dass es eine Nullstelle gibt, dass man den Grenzwert sich angeguckt hätte. Ne? Aber es wäre schlecht gewesen, hätte man kein Intervall angeben können. Man hätte aber auch einfach x noch viel größer setzen können, x gleich 10 oder sowas, dann hätte man da, das wäre auch möglich gewesen. Mache ich auch nochmal meinetwegen. Nur als Beispiel, g von 10, das ist ja gleich ein 2x, also 20, minus 11 mal ln von 11. Ln von 11. Und ln von 11, na, wie viel ist das? Also, wir wissen ja auf jeden Fall, das hier ist größer als 2. Denn der Logarithmus von, also, denn der Logarithmus von ungefähr 8 ist ja gleich 2. Ich sage mal besser so. E selber ist kleiner als 3. Und damit ist der Logarithmus von 3 ist schon mal größer als 1. Und der Logarithmus von 3 Quadrat, also der Logarithmus von 9, ist damit größer als 2. Und der Logarithmus von 11 ist damit auch größer als 2. Und das heißt, ich habe hier was stehen, das ist 20 minus 22 oder sogar größer als 22. Und das bedeutet, dieses Ergebnis hier ist auf jeden Fall negativ. Okay. Eine Sache muss ich immer noch dazu sagen. Viele von Ihnen, die sich das jetzt angucken, sagen jetzt wahrscheinlich, ja, das ist aber sehr kompliziert. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und tatsächlich ist es auch so, diese Aufgabe war natürlich auch dafür gedacht, dass viele Leute da nicht drauf kommen, denn es gibt in der Klausur immer Aufgaben, auf die alle kommen können und dann noch Sternchenaufgaben, auf die nicht alle kommen. Ne? Und das heißt, das ist immer so ein bisschen einfach eigentlich widersinnig. Deswegen, oder beziehungsweise, ja, widersinnig ist vielleicht ein etwas extremes Wort, aber als Student hat man natürlich immer den Anreiz, alles zu verstehen. Aber meiner Meinung nach ist das gar nicht das, kann das gar nicht das Ziel sein, sondern es ist so, dass wenn man sagt, als meine Zielnote sollte zum Beispiel eine 2 sein, dann ist es natürlich klar, dann muss man dafür nicht alle Aufgaben knacken, sondern dann muss man dafür nur, was weiß ich, 80% der Aufgaben knacken. Und dieses hier ist natürlich ganz klar eine Aufgabe, die man knacken muss, wenn man eine 1 haben möchte, aber nicht, wenn man eine 2 haben möchte. Oder auch für eine, selbst wenn man diese Aufgabe nicht knackt und ansonsten alles richtig hat, kann man trotzdem noch eine 1 kriegen. Also das ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. In meinen Klausuren gibt es immer Aufgaben, die anspruchsvoll sind. Denn wir sind ja an der Universität, ne? Und das bedeutet, die Klausuren brauchen einen gewissen Anspruch und der wird auch gefordert. Und deswegen sind auch knifflige Aufgaben und meiner Meinung nach diese Aufgabe hier zugegeben ist knifflig. Aber es waren nicht alle Aufgaben in der Klausur knifflig und dementsprechend war es auch so, in dieser Klausur, ich sehe ja immer die Durchfallquoten und die Notendurchschnitte und so. Und das war alles in einem guten Rahmen. Ne? Und darum geht es ja letzten Endes. Es geht ja nicht darum, dass man bei einer Klausur alle Aufgaben knacken kann, dass alle Studenten am Ende alle Aufgaben geknackt haben, sondern es geht darum, dass am Ende ein gescheiter Durchschnitt dabei rauskommt, wo am Ende alle sagen, wow, als ich für die Klausur gelernt habe, da dachte ich ungefähr, ich könnte vielleicht ungefähr eine 2 schreiben und ich habe am Ende auch eine 2 geschrieben und dann kann man damit ja auch zufrieden sein. Ja, also genau das ist eben immer so ein bisschen. Ich bin selber manchmal ein bisschen überrascht, dass ich denke, oh, das ist aber eine knifflige Aufgabe und dann muss ich mir das selber wieder deutlich machen, dass man sich denkt, na ja, klar, in der Klausur müssen ja knifflige Aufgaben drin sein. Deswegen in der Vergangenheit habe ich die Musterlösung nie veröffentlicht. Jetzt habe ich es gemacht wegen dieses Corona-Semesters. Jetzt kann ich diesen Geist, den ich aus der Flasche gelassen habe, nicht wieder zurück reinstopfen. Tja, so ist es nun mal. Jetzt haben Sie die Musterlösung, aber eben mit Beipackzettel. Es ist eine knifflige Aufgabe und sie war auch so gedacht. Und was natürlich wichtig ist, auch nochmal zu berücksichtigen,
Ein großer Teil der Aufgaben konnte, ein großer Teil dieser Aufgabe konnte man ja auch lösen. Das war ja erst 6.4, die so knifflig geworden ist. Und da einfach zu zeigen, dass es einen stationären Punkt geben muss, das kann man leichter. Die Ableitung ausrechnen ist auch nicht so schwierig, aber dann die Nullstelle auszurechnen, das ist natürlich schon knifflig. Ne? Das ist klar. Viele Leute stellen ja, also so Mathe-Dozenten stellen immer nur so Klausuraufgaben, wo dann am Ende so Ergebnisse rauskommen wie das Ergebnis ist 3, ne? Und das finde ich persönlich eigentlich total blöd, ne? Denn die Realität ist nicht so einfach, ne? Warum soll man in der Klausur immer nur Sachen abfragen, die viel, viel einfacher sind als die Realität, ne? Viel wichtiger ist es ja, meiner Meinung nach, dass man eben den Studierenden beibringt, also oder das hoffe ich zumindest, dass man eben erkennt, dass die Realität oft kompliziert ist und dass man irgendwann an Punkte kommt, wo man sagt, kann man jetzt gar nicht weiterrechnen. Ne? Und genau so ein Punkt ist hier gekommen und das kann eben auch in der Zukunft in Klausuren durchaus wieder sein, dass Punkte kommen, wo es gar nicht weitergeht, wo gar keine Lösung existiert. Ne? Es ist relativ einfach, Funktionen aufzuschreiben, die man gar nicht ableiten kann, wo man dann einfach sagen, wo man erkennen muss, oh, also ableiten kann man schon, aber die Nullstelle dann nicht ausrechnen, ne? Wo man dann sagen kann, da kann ich jetzt die Nullstelle nicht ausrechnen, das ist ja auch in Ordnung. Genau dafür ist ja das Newton-Verfahren gemacht. Das heißt, allein die Tatsache, dass wir uns mit dem Newton-Verfahren überhaupt beschäftigt haben, zeigt ja schon, aha, es muss irgendwelche Punkte geben, wo man dann möglicherweise nicht weiterkommt. Und das könnte man natürlich hier theoretisch, hätte man es anwenden können, um jetzt die Nullstelle besser auszurechnen. Hätte man zum Beispiel diese 1 als Startpunkt nehmen können und dann an der Stelle 1 das Newton-Verfahren anwenden und dann mal gucken, ob man damit weiterkommt. Approximativ. Oder, was natürlich auch geht, sich die Funktion zu plotten. Und ich kann Ihnen die mal zeigen, wenn Sie wollen, nur dass Sie dann. Das war jetzt hier nicht gefragt, aber man hätte natürlich danach fragen können, wie sieht die Funktion denn aus? Folgendermaßen. Also sie startet, hier ist x, hier ist f von x. Sie startet an der 0, aber ist da nicht definiert, das hatten wir schon gesagt. Ne? Dann geht sie, hat sie das Maximum, hat sie an der Stelle 4. Ich male es mal hier relativ weit vorne ein. Und das Maximum liegt ungefähr bei 0,8, also sie geht sehr steil los, hat hier ihr Maximum und geht dann aber sehr langsam runter. Wir hatten ja schon argumentiert, dass die Funktion dann ja irgendwann, dass die Funktion ja hier in der Nähe des Maximums muss sie ja konkav sein und danach ist sie ja irgendwann konvex und das stimmt auch tatsächlich und es dauert, weil der Logarithmus halt schon sehr, sehr langsam ja gegen unendlich konvergiert und ich dividiere durch die Wurzel x und wir wissen ja, die Wurzel x geht ja auch gegen unendlich und zwar ein bisschen schneller als der Logarithmus und wenn ich dann dividiere, habe ich eine Funktion, die konvergiert gegen 0, aber verdammt langsam. Das heißt also, ich habe eine Konvergenz, aber sie zieht sich sehr lange hin. Gut. Damit ist die Aufgabe gelöst in jetzt insgesamt 28 Minuten, aber die meiste Zeit habe ich ja damit verbracht zu erläutern, warum hier eine Aufgabe am Ende war, die ein bisschen kniffliger war. Tatsächlich war sie knifflig und es waren jetzt auch tatsächlich nicht so viele Studierende, die diese letzte Aufgabe hier geknackt haben.